Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Pokémon Flora Sky. Das letzte Mal haben wir das U-Boot verfolgt von Team Aqua. Und ja, die sind auch schön auf die Schnauze gefallen mit ihrem Plan. Und jetzt sind wir auf dem Weg zur letzten Arena, würde ich mal behaupten. Beziehungsweise behaupte ich nicht so, das ist so. So ganz ehrlich gesagt. Und jetzt sind wir hier die 20.000 Meter Brücke schon gleich drüber. Ne, wir sind drüber über die Brücke und jetzt sind wir den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Weil wir ja nicht von der Brücke springen konnten. Naja, wäre ja auch Suizid. Wir haben zwar einen Vogel, der uns runterfliegen könnte, aber naja, es war so Suizid. Das ist, ja, Gottes Willen. So ein Wooper. Was war Wooper? Ich weiß es nicht. Irgendwann lassen wir es halt einfach mal dabei. Okay. Keine Gefahr. Doch eine Gefahr. Ach, was ist denn das jetzt? Warum überlebt denn das? Warum sinkt es meine Geschwindigkeit? Das ist mir aber egal, weil wir sind trotzdem schneller mit Turbo Heat. Logischerweise. Ach Gott, ja. Goldinische. Können wir ja gleich Zickzacks holen. Wo Zickzacks, das könnten wir jetzt dann gleich wegsetzen wieder. Und ich muss auch dann gleich mal gucken, wie man hier... Ja, warum habe ich eigentlich... Na komm. Die Verteilung machen. So von wegen... Was kommt jetzt... Weil hier die Liga mit Zickzacks jetzt noch bestreiten. Muss mal gucken, wer hier was noch beigebracht werden. Also Luxtrag könnte auch Blitz bekommen. Zertrümmerer müsste man auf jeden Fall noch unterbringen. Zerschneider werde ich dort nämlich nicht brauchen. Unser Notgut bringen wir das halt hier unserem Staraptor bei. Unser Erkacker. Aber Zertrümmerer, Zertrümmerer. Wem hauen wir Zertrümmerer rein? Am liebsten Keim, ne? Weil es eine schwache Attacke ist. Wenn wir natürlich. Ich muss mal gucken, ob wir Sheros bekommen irgendwie. Ich weiß nicht, ob es die Fähigkeit hier gibt. Techniker. Wenn wir einen Techniker... Techniker-Sherox haben können, würden, hätten. Das wäre sehr nice. Das wäre aus dem Grund, weil uns ein Zertrümmerer darauf sehr viel bringen würde und Evoli, wow. Weil sonst, ich habe jetzt gerade keine Ahnung, wie wir hier Zertrümmerer beibringen sollten. Deswegen haben sie doch gerade so wenig Schaden gemacht. Lichtschild war noch an. Ja, heul mich doch an. Ach. So. Wo er ist. Ich werde gerade das Team nochmal an. Nehmen das Item hier. Da, wir wollen ihm nichts geben, wir wollen ihm alles wegnehmen. So ein Superball hier. Mal gucken. Ne, ich will nicht gucken. Schreit nur nach unnötigen Kämpfen. Warum Level 8? Warum? Noch schwächer konntet ihr das Level auch nicht machen, ey. Und ich sehe schon, der Weg wird sehr spannend. Und sie einfach am Rand halten, passiert hier nämlich gar nichts und jetzt sind wir in der Stadt.
Wie kommen wir jetzt hier hoch? Da. Pokémon Center. Ja, mach. Komm. So, oder wir nehmen Ravigator mit, natürlich. Wie die anderen Möglichkeit. Scheibe, nee. Ich glaube, ich überlege das mir jetzt noch. Und was ich damit meine, ist, dass ich jetzt einen anderen Weg noch abgehe. Und ihr das dann in der nächsten Folge sehen werdet, wie ich mich entscheide. Oder machen wir jetzt die Arena einfach? Wir können die Arena ja jetzt auch einfach machen. Komm, das bleibt schon egal. Wen haben wir denn da bestimmt? Ja, da brauchen wir... Das hat mich jetzt erschreckt. Oh, hey, Sky. Ich hatte eine Menge Pokémon gefangen und ich... Okay. Damit habe ich jetzt überhaupt nicht mehr gerechnet. Mit so einer Aktion. Ich meine... Wow. Und da zeigt mir auch eine Sache gerade hier. Wir müssen leveln. Wir müssen definitiv leveln. Aber sowas von. Also zumindest so 3-4 Level jedes. Ja gut, wobei, die Arena könnten wir noch so schaffen. Dunkler. Also Unlicht quasi war Dark, ne? Ja, ist Panferno eigentlich doch die beste Möglichkeit. Weil Kampf ist ja effektiv gegen Unlicht. Aber ich hätte wechseln wollen. Ich hab meine falsche Knopf gedrückt. Oh! Oh man! Jo. Geht aber auch so. Was hatten die überhaupt für einen Starter gehabt? Hat die überhaupt einen gehabt? Ludicolo. Hört sich blümlich an. War das nicht der Kaktus? Oh, Cavaloros. Wechseln. Hallo, ich will wechseln. Aber ganz schnell. Oh. Was kann man denn gegen Unlicht? Was? Flammoflash? Flammoflash? What? Okay. Naturkraft kann jetzt also auch Feuer attacken. Das ist Flame of Rage. Ja. Das ist mies. Weil das macht noch ordentlichen Schaden und... Ja komm, das ist tot. Ja, da brauchen wir gar nicht dagegen ankämpfen. Au. Heißt, ich probier's. Ich will die EP nämlich haben für Panferno. Flammrad. Na gut, hat gereicht. Perfekt. Empoleon, das hatte sie gehabt. Joa, da war mal kurz Prozess mit. Oh, nein, das hat ja eine Das ist jetzt die Frage, wer ist schneller? So bist du natürlich schneller. Ja, und nochmal. Regentanz, ne? Gut, okay. It's raining, man. Halleluja. Jopa. Ah, nein, was? Wow. Komm. Na, komm. Oh.
Muss natürlich jetzt so passieren hier, ne? Whirlpool, ja. Na gut. Könnte... Bitte was? Bitte was? Au! Seit wann macht Whirlpool so einen Schaden? Das ist nicht der Whirlpool, den ich kenne. Wow! Der Whirlpool war an sich auch eine sehr nutzlose Attacke. Ich habe gedacht, das ist jetzt quasi wie hier Flammen... Feuerwirbel. Dass es quasi wieder so ein Strudel ist, der halt die Werte bufft. Aber au! Ist ja mies. So, und der Regen ist noch weiter an. Das ist perfekt, weil dann sollte ein Surfer sogar unter Umständen reichen, wenn es jetzt nicht zurückschreckt. Oh, oh Gott. Das sollte sich wohl noch ein bisschen länger ziehen, ne? Ich bin schon in der zweiten Aufnahme drin. Cut hat man eh gemerkt, aber... So, das könnte jetzt reichen. Das sollte reichen. Es tut reichen. Damit ist zumindest Level 42. Nur noch 8 Level von Erdbeben entfernt und Rampados. Das hört sich nach... Genau dem. Aber... Aber warum im Traumato-Sound? Oh Gott. Das ist nicht der angemessene Sound für einen furchteinflößenden riesigen Dino. Traumato, um Gottes Willen. Wow. Ja, ich erinnere mich an den ersten Kampf, den ich mit dir hatte, Sky. Und das Kämpfen hat dir sehr viel Stärke verdient, ne? Jupp. Und du mir Geld. Smalltown, ja. Dann geh doch nach Smalltown wieder. Tschüss. Ja, dann gehen wir jetzt ins Pokémon Center und dann will ich sagen... Sehen wir uns jetzt doch in der nächsten Folge von Pokémon Flora Sky. Bis dahin. Wenn jetzt das Heilen hier fertig ist, weil ich will speichern. Let me save. Dun. Whoop. Und tschüss.